Hallihallo, hier ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Mir geht es heute hervorragend, denn ich habe eine ganz, ganz große Ehre, den Dr. Rüdiger Dahlke hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Rüdiger, grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Christian, freue mich auch. Mensch, das ist eine Ehre. Der Dr. Rüdiger Dahlke hat schon vor einem Jahr ein ganz, ganz tolles Vorwort in meinem Buch Vegan Kochen mit Lupine gesprochen. Ich denke, über die Lupine können wir heute das eine oder andere Wort auch verlieren. Er ist schon sehr, sehr lange Verfechter einer rein pflanzlichen Ernährung, erzählt uns heute auch ein bisschen mehr davon. Und er ist ein großer Verfechter des Fastens. Und auch darüber geht es heute ganz, ganz viel. Und auch was sein neuestes Programm angeht, darüber könnt ihr ganz, ganz viel erfahren. Das geht zwischen Mitte und Ende des Podcasts. Rüdiger, sag doch erstmal für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du Schönes machst alles. Ja, ich bin Rüdiger Dahlke, bin Arzt seit fast 40 Jahren, nächstes Jahr sind 40 Jahre. Mach die ganze Zeit eigentlich schon über Fastenbetreuung, Fastenkuren, bewusst fasten und so. Aber bekannt geworden bin ich mit der Psychosomatik von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol. Und das ist auch so eine Basis meiner Arbeit. Man kann es so einfach sagen, die wirkliche Basis sind die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze, das Schattenprinzip, die Lebensprinzipien. Das sind so auch die drei Bücher, auf denen das beruht. Darauf baut die Krankheitsbilder Deutung auf, Krankheit als Symbol. Aber ich habe mich immer auch um die Säulen der Gesundheit gekümmert. Also Psychosomatik meint für mich wirklich Seele und Körper. Psyche, Seele, Somatik, der Körper. Insofern war Fasten und Ernährung nach dem Fasten natürlich immer auch so ein zentrales Thema. Und ja, was treibt mich gerade so um? Ja. Wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt 36 Jahre lang, habe ich jedes Jahr so an die 300 Kursteilnehmer durch eine Woche Fasten begleitet. Und dieses Jahr werden es schon weit über 5000 sein. Oh, durch diese Online-Geschichten. Das Online-Fasten machen wir seit einiger Zeit und das ist wirklich eine große Freude. Ich hätte ja wirklich so die Vision, das sehr, sehr zu verbreiten. So ungefähr die christliche Fastenzeit wieder ins Leben zu rufen, wieder zu beleben. Und in diesem Jahr ist es das Zentrum einer Challenge, einer Idealgewicht-Challenge, die auch online läuft. Ab 21. Oktober gibt es eine Woche Detox als Vorbereitung, eine Woche Online-Fasten und dann eine Woche Aufbau, pflanzlich vollwertiger Aufbau und parallel dazu Kurzzeitfasten, um eben das Gewicht langfristig in den Griff zu bekommen. Das ist das, was mich momentan sehr bewegt. Also das heißt, du nutzt Fasten eben auch, um ja dein Idealgewicht oder das Idealgewicht zu finden und zu halten, neben den ganzen gesundheitlichen Vorteilen, die Fasten mit sich bringt, richtig? Genau so. Das Fasten alleine, da nimmst du natürlich ab beim Fasten, aber das ist letztlich vom Gewicht her nicht die Lösung. Mhm. Ja, also beim Fasten kann idealerweise das Bewusstsein weiter werden, nicht nur der Hosenbund. Darum geht es natürlich. Und der entscheidende Punkt ist aber sozusagen die Woche danach, dass du in so ein Kurzzeitfasten hineinkommst mit einem pflanzlich vollwertigen Aufbau. Da gibt es noch eine ganze Reihe Tricks, die du nutzen musst, wenn du das Gewicht hinkriegen willst. Mhm. Aber natürlich kommt auch die Psychosomatik dazu. Du musst da wissen, das Kummerspeck, Belohnungsessen oder geht es ums dicke Fell oder ja, Trostessen oder was auch immer. Da gibt es so viele seelische Muster dahinter. Und das benennst du Psychosomatik, weil das ist ja ein Wort, auch diese Schattenprinzipe, was du gerade angesprochen hast. Was genau verbirgt sich dahinter? Ja, Psychosomatik meint die Brücke zwischen Seele und Körper. Mhm. Ja, also Krankheit als Weg, so beginnt es von den Büchern her. Heute Krankheit als Symbol, dieses Nachschlagewerk. Du kannst eigentlich zu jedem körperlichen Aspekt, jeder Symptomatik, jedem Krankheitsbild, auch die seelische Lernaufgabe, die da drin steckt, rausfinden. Das machen ja auch schon ganz, ganz viele Leute. Das steht ja in ganz vielen Familien als Nachschlagwerk, das Krankheit als Symbol. Mhm. Und das kannst du natürlich bei Gewichtsproblemen auch. Ja? Also es geht ja nicht darum, den Körper rund zu machen, sondern das Leben rund zu machen. Also Christus empfiehlt uns ein erfülltes Leben. Erfüllt ist es dann, wenn sozusagen alle Urprinzipien oder Lebensprinzipien Anteil haben an unserem Leben. Und darauf zielt natürlich so die ganze Arbeit, die ich mache. Die Idee ist ja, so ein Feld ansteckender Gesundheit zu schaffen.
wo man einfach die positiven Seiten der Medizin nutzen, weil Medizin ist ja was Schönes, die will ja in die Mitte, Medizin, wie Meditation, das Heilmittel, Remedy, zurück zur Mitte, Remedium früher. Das ist so die alte Idee der Medizin. Was fehlt Ihnen, fragt der Arzt. Und wir finden aus der Symptomatik heraus, was ihm fehlt. Ja, was Ihnen auch an Prinzipien fehlt. Und die tun wir dann integrieren über diese psychosomatische Arbeit. Also wir schauen auch, was ist der Grund hinter einem dicken Muster sozusagen. Und helfen dann von der körperlichen Ebene her über Detox, Fasten und diesen Aufbau. Und vor allem das Kurzzeitfasten, dass er das nicht nur halten kann, sondern auch genießen kann. Du kannst ja nicht ein Leben lang Diät machen, die dir nicht schmeckt. Ja, ja. Ja, also das macht ja keinen Sinn. Das ist so, höre ich ja oft von Ärzten dann auch oder Beratern, essen Sie, ja, wenn man so sagt, essen Sie Lupinen, hast du ja gemacht. Das ist ja eine Sache. Aber die Lupinen so, das schmeckt ja nicht. Also du hast dann ein Kochbuch gemacht, wo das auch schmeckt. So, wenn ich das dann vermittle, dass die Leute merken, oh, das schmeckt ja super mit Lupinen. Und dann geht's. Ja, also es muss immer auch schmecken. Ich habe ja auch erst Peace Food einfach geschrieben. Das ist eigentlich die ganze wissenschaftliche Seite davon, pflanzlich vollwertige Kost, wissenschaftlich begründet. Aber das schmeckt ja noch nicht. Dazu brauchst du dann wirklich gute Rezepte. Peace Food, das vegane Kochbuch entstand dann. Ja, oder Peace Food vegan einfach schnell, weil es einfach und schnell gehen muss. Und vor allen Dingen, weil es auch gut schmecken muss. Ja, es muss dir was bringen. Lebensenergie-Kochbuch. Du musst halt einfach merken, das bringt dich in Form, das macht dich fit, das macht dir Lust auf Leben. Eben Lebenslust. Ja, genau. Das ist ja das Geheimnis dabei. Und ist bei deinem Buch auch wirklich schön gelungen, muss ich auch sagen. Ne? Das vielen lieben Dank. Reicht noch nicht. Also das Buch verlinken wir natürlich in den Shownotes, lieber Zuhörer, wenn du es noch nicht hast. Vegan kochen mit Lupino und auch Peace Food und die ganzen Bücher, die Rüdiger Dahlke geschrieben hat, findest du verlinkt in den Shownotes. Ich kann sie empfehlen. Ich habe auch das eine oder andere schon gelesen. Nicht alle von ihm. Er hat ja wirklich sehr, sehr viele Bücher schon geschrieben. Und wie ihr in dem Podcast jetzt auch merkt, hat er auch ganz viel zu sagen. Rüdiger, ganz kurz zusammengefasst, du sagst also, dass das Idealgewicht und, sage ich mal, eben auch körperliche Reinigung nur geschehen kann, wenn eben auch der Geist rein ist. Sprich, die Psychosomatik spielt eine große Rolle. Ich werde nicht in meine Mitte kommen können, ich werde nicht so abnehmen können, wenn eben nicht auch mein Geist gesund ist, sozusagen. Ne? Naja, wenn er gesund ist in diesem Prozess. Also wir sagen ja gerne, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Genau. Wenn man diesen alten Spruch aber mal im Original anschaut, ne, das hieß ja, orendum est ut sit mens sana in corpore sano. Es ist zu beten, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohne. So, also früher mussten die auch schon darum beten. Es war auch gar nicht so in der Antike. Das ist natürlich ein Prozess. Wir müssen uns auch bemühen, dass das sozusagen auf die Reihe kommt. Und dass der Geist sich klärt, die Seele klarer wird und der Körper natürlich auch viele Knoten löst. Das ist ja ein Prozess bei einem bewussten Fasten. Bei diesen ganzen kurzen Fastengeschichten, so 4 Tage, 5 Tage, du trinkst viele Säfte und so Smoothies und Gemüse und, das ist ja gar kein Fasten. Ja? Also ich meine, du kannst es so nennen. Ich habe auch mal so ein Buch gemacht, Vegan Schlank heißt es. Also das ist... Oder wie man sagt, Basenfasten, das ist sowieso ein Quatsch. Wir wollen ja nicht Basenfasten, wir wollen ja Basen essen. Das ist eigentlich ein Säurefasten. Das kannst du machen, du kannst Fernsehfasten und Handyfasten. Aber was ich mit Fasten meine, ist natürlich schon, dass du wirklich nicht mehr kauen musst, nicht mehr in dem Sinne verdauen musst, sondern dass der Körper wirklich so eine Pause bekommt, einen Unterbruch, ein richtiges Fasten. Und als Arzt muss ich sagen, das andere ist alles lieb und nett. Ich mache das auch beim Fastenwandern, gibt es bei uns auch Gemüsesuppe. Klar, aber... Wenn du den Körper umstellen willst, dass er seine Abhängigkeiten verliert, dann musst du schon richtig fasten. Dann gibt es mal nichts von dem ganzen Schnickschnack. Ja. Eine Woche, das ist bei uns auch im Zentrum dieser Online-Idealgewicht-Challenge, ist im Zentrum ja auch ein richtiges Fasten. Da gibt es mal einfach eine Woche nichts. Davor gibt es so eine Detox-Geschichte, da isst du einfach lauter gesunde Sachen, hörst mal auf mit dem Kaffee und solche Dinge. Und danach gibt es die Aufbauwoche. Aber das ist schon ein entscheidender Punkt, dass du diese ganzen Abhängigkeiten vom Zucker, aber auch natürlich vom Fleisch und Milchprodukten und so, Nikotin, auch Kaffee mal weglassen kannst und dann neu anfangen. Mhm.
Gehen wir da mal so ein bisschen zurück. Du hast ja vorhin auch Jesus gesagt und Christus etc. und christlicher Glaube, die haben ja damals eben auch schon gefastet und auch in vielen anderen Religionen ist das Fasten ja ein integraler Bestandteil. Inwieweit haben die denn damals schon gewusst, dass Fasten gut ist und warum haben die das gemacht? War das auch, um irgendwelche Süchte loszuwerden oder was ist da deine Theorie? Ja, also die Nikotinsucht war ja zu Christuszeiten noch nicht ein Thema, Fernsehsucht auch nicht, Handys auch nicht. Also ich glaube, die haben das aus spirituellen Gründen gemacht, ehrlich gesagt, aus religiösen Gründen. Wir sagen ja auch so, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Hörst du auf zu essen, dann kann die Seele sich so ein bisschen distanzieren. Also du merkst, dass du Seele bist, die in einem Körperhaus wohnt. Ja, so wie Teresa von Avila, die spanische Heilige, das gesagt hat, lass uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm wohne. Und das ist, glaube ich, das, was die Religion inspiriert hat. Weil wenn du schaust, Christus hat fürs Fasten gesprochen, Johannes der Täufer hat das gemacht, Moses hat schon gefastet, bevor er die 10 Gebote vom Berg geholt hat. Und Mohammed hat gefastet, Buddha hat gefastet. Also als Fastenarzt wusste ich sozusagen, die Religionsstifter immer hinter mir, hat mir auch den Rücken sehr gestärkt. Und heute habe ich ja die Wissenschaftler auch noch hinter mir. Ja? Also Wissenschaft, wo sie weit vorangeschritten ist in den USA, Walter Longo und solche Professoren, Mark Metzen, dieser Neurowissenschaftler schlechthin, die stehen ja total zum Fasten. Mhm. Andreas Michalsen in Berlin an der Charité. Also heute ist es ja wirklich eine sehr schöne Sache als Fastenarzt, weil du weißt nicht nur die Religionsstifter hinter dir, sondern du weißt auch die moderne Wissenschaft. Bei Krebs lassen die heute fasten in den USA, parallel zur Chemotherapie. Ja, wir hören das ja bei uns nicht von den Universitäten, wir hören das ja von Arte, ehrlich gesagt. Ne? So ein Film, wir fasten und heilen. Das ist schon ein bisschen eine Situation, die ist auch bedenklich, finde ich. Wenn du heute über Cholesterin die Wahrheit hören willst, musst du Arte anschauen. Da kommt dann die Cholesterinlüge. Und das Neueste zur Depression und so weiter. Aber das haben wir ja vieler Orten, noch vieler Ebenen. Ne? Wenn du heute richtig Nachrichten hören willst, um mal zu hören, was wirklich los ist, musst du die Sendung aus der Anstalt schauen. Ansonsten ist es ja sehr eine durchwachsene, einseitige Sache. Das haben wir ein bisschen in der Medizin leider auch gekriegt. Die ist halt sehr, sehr pharmahörig. Mhm. Aber es gibt dann doch, für mich ja auch erstaunlicherweise, immer noch so eine Stimme wie Beate, die sich trauen, einfach auch mal zur Abwechslung die Wahrheit zu sagen. Okay, also das ist so ein Geheimtipp, ab und zu mal Arte zu schauen, habe ich jetzt hier mitgenommen. Jetzt fastest du ja auch nicht das ganze Jahr, du ernährst dich ja auch unter anderem mit der Lupine, was wir wissen. Wie sieht denn so ein ganz normaler Tagesablauf bei dir aus? Wie oft isst du, was isst du? Und du hast ja auch schon die ketogene Ernährung angesprochen, da würde ich dann im Anschluss auch nochmal drauf kommen. Also idealerweise, wenn ich meine Kurse in Tamangar mache, dann Detox-Kurs oder ein Kurs, der jetzt Ernährung im Hintergrund hat, dann würde ich natürlich am liebsten das essen, was dort angeboten wird, was aus dem Garten kommt. Das ist noch händisch angebaut bei uns. Das ist einfach Gemüse, im Wesentlichen Gemüse. Auch natürlich ein bisschen Obst, Beeren und so, was reif ist. Und ich esse auch noch glutenfrei. Ja, also das kann man im Geheimnis der Lebensenergie mal so nachvollziehen, warum glutenfrei, das ist für mich ganz wichtig. Und dann esse ich so in dieser Richtung, wie es in dem Lebensenergie-Kochbuch angegeben ist. Und sehr, sehr schmackhaft. Ich esse gern, ehrlich gesagt. Ne? Ich bin jetzt nicht so ein Dauerasket. Wobei ich eigentlich immer schon seit vielen Jahrzehnten das Kurzzeitfasten mache. Also ich esse nicht. Für mich ist wichtig beim Essen das Was, das Wie und das Wann. Also das Was ist klar, das ist pflanzlich vollwertig. Und natürlich schaue ich auch ein bisschen, dass ich da über die Pflanzen genug Eiweiß bekomme, was ja keine Kunst ist. Die Hülsenfrüchte enthalten einfach mehr als Fleisch und Wurst. Ja. Die Lupine ist da ganz vorne dran. Also das Was ist mal für mich geklärt. Und dann das Wie. Also ich sollte natürlich möglichst gut kauen, so im Sinne der FX-Meyer-Kur. Das Essen wirklich genießen. Im Mund habe ich die Geschmacksknospen, am Gaumen. Das Aroma kann ich riechen, wenn es vor mir ist, das Essen. Im Schluckbereich hier, da habe ich jetzt schon gar keine Geschmacksknospen mehr. Ne? Also das Schlucken kann nicht der Genuss sein. Und das Wann ist mir auch so wichtig geworden. Wenn ich zum Beispiel nur 8 Stunden am Tag esse, ja, ein spätes Frühstück, ein frühes Abendessen, dann ist es Kurzzeitfasten. Dann habe ich 16 Stunden Fasten und mein Frühstück ist echt Breakfast.
Also das heißt, du bist so ein auch ein Fan dieses neumodischen Intermittent Fasten. Heißt das ja neumodisch und Kurzzeitfasten gab es wahrscheinlich schon ganz lange. Ne? Also das Intervallfasten, wie es der Bernhard Ludwig propagiert, 10 in 2, das ist mir ein bisschen mühsam. Den ganzen Tag nichts essen und dann am nächsten Tag wieder. Das passt oft nicht so in mein Leben. Manchmal mache ich das auch. Also ich mache eher so, dass ich gern spät frühstücke, also mittags zum Beispiel manchmal erst. Dann ist es oft Obst, Gemüse, das ich sowieso flüssig kaue, bis zu flüssig, also bis zu Fruchtsaft, Gemüsesaft. Und dann esse ich am Abend, so im Kreis von Freunden gerne, einer Partnerin, esse ich dann richtig. Und dann habe ich eigentlich ganz wenig Essenszeiten. Ja, ich würde auch dringend raten, dass man mindestens so einen Rhythmus 12 zu 12 macht. Ja, also nach dem Abendessen nichts mehr essen. Und dann, das nächste ist dann Breakfast. Ja. Fasten brechen. Das hängt natürlich bei mir davon ab, wie ich jetzt unterwegs bin. Jetzt bin ich gerade im Hotel, wie man vielleicht sogar sieht am Hintergrund. Und ich habe zu Hause sicher kein Aquarium. Aber naja, also im Hotel esse ich dann schon Frühstück und esse dann das nächste Mal ein spätes Mittagessen, so um 2. Das heißt, da sind wir auf Tour. Da esse ich einfach Sachen, die wir uns gekauft haben. Ich kaufe mir dann lieber und wir kaufen uns lieber in irgendeinem Dance-Markt oder so gute Sachen, die wir aus dem Karton essen, als dass wir versuchen aus dem im Restaurant, wo es dann nichts so Gutes gibt. Ja, bin ich schon Verfechter davon. Super. Du bist ja im Hotel. Ich denke mal, das Aquarium ist ein Fernseh-Aquarium dahinter, oder? Also so, ja, genau. Jeder, der das Video hier auch schaut im YouTube-Kanal, kann den Rüdiger natürlich auch live sehen. Hier schaut einfach in YouTube vorbei. Das Video haben wir verlinkt. Und da seht ihr auch immer ein paar schöne Meeresfrische hier im Hintergrund schwimmen. Du hast ja angesprochen, die rein pflanzliche Ernährung. Da bist du ja schon lange Jahre ein Verfechter davon. Und du hast glutenfrei angesprochen. Warum jetzt dieses glutenfrei? Was ist da der Hintergrund? Ja, für mich persönlich ist es so, eigentlich habe ich Gluten wahrscheinlich nie vertragen, aber leider vom Darm her schon. Also ich habe keine Zöliakie. Ich würde mir gewünscht haben, ich hätte eine Zöliakie, dann hätte ich nämlich vor 40, 50 Jahren aufgehört mit dem Gluten. So habe ich gar nicht gewusst, warum es mir in Asien so viel besser geht. Mhm. Ja, ich bin ja praktisch, wann es geht, jeden Winter die letzten 15 Jahre immer in Bali gewesen. Weil in Bali geht es mir besser, meine Meditationen sind stiller und tiefer, inspirierender. Meine Arbeit ist inspirierender, mein Abstraktionsniveau ist tiefer, meine Konzentrationsfähigkeit ist besser. Und ich habe das auf alles Mögliche geschoben. Also weißt, auf den Ashram, wo ich gerade war, oder dieses Feld in Asien. Aber es war immer dasselbe, ob ich in Bali war oder in Indien, Sri Lanka, Korea, Kambodscha, Vietnam, ist egal. Und bis mir mal klar geworden, das ist erst ein paar Jahre her, dort esse ich halt Gemüse, Obst und Reis und das ist glutenfrei. Und wenn ich hier bei uns war, im deutschsprachigen Raum, in Italien oder ehemaligen Ostblock oder wo ich so arbeite, USA, dann esse ich halt Gemüse, Obst und Brot. Und dann fühlte ich mich gar nicht so gut. Deswegen habe ich zum Beispiel angefangen, morgens nichts zu essen. Ja, also ich esse, wenn ich schreibe, bis mittags 12, 1, nichts und dann eigentlich nur einen Obst- oder Gemüseteller, den ich flüssig kaue. Und dann habe ich eigentlich das erste Essen am Abend und wenn ich mir dann Gluten reingezogen habe früher, dann war zwar Brain Fog, wie die Amis sagen, so Gehirnnebel angesagt, aber gut, dann bin ich auch ins Bett und war okay, stehe ja früh auf. Und jetzt, wo ich das gemerkt habe, esse ich natürlich auch, wo immer ich bin, ohne Gluten und dann habe ich eher diesen klaren Geist die ganze Zeit. Wie kommt das dann? Also Gluten ist ja letztlich ja auch ein Klebeeiweiß, der ja natürlich eben auch in der Natur vorkommt. Ist das denn durch die ganze Züchtung der Lebensmittel einfach so übertrieben geworden? Oder wie kommt das, dass jetzt so viele da eine Unverträglichkeit haben? Na, ich habe keine Unverträglichkeit, muss ich sagen. Im physischen Sinne, keine Zöliakie oder Spru oder sowas. Aber mein Hirn verträgt es einfach nicht so gut. Und ich glaube, das geht vielen so. In der Ernährungsberaterausbildung Peace Food vor Jahren habe ich denen mal angeboten, den Teilnehmern, dass sie einfach auch, vegan ist bei uns sowieso Standard, also ich meine Peace Food, pflanzlich vollwertig, vegan kann ja auch heißen, Weißmehl, weißer Zucker, Kornsirup und Kornschnaps, das meine ich natürlich nicht. Ne? Also pflanzlich vollwertig und glutenfrei und da haben alle mitgemacht. Und da haben über 80% Verbesserungen gehabt. Viele vom Darm her natürlich, aber andere auch von der Haut her. Schlafstörungen werden besser, Kopfschmerzen gehen zurück, sogar Migräne wird besser.
Also alles, was mit Nerven zu tun hat, profitiert davon. Mhm. Und insofern habe ich dann auch angefangen, das zu propagieren und dann auch eben Geheimnis der Lebensenergie geschrieben, wo ich das genau beschreibe. Tatsächlich, wie du schon sagst, sind natürlich auch in den alten Getreiden, Emma, Einkorn, Kamut und so, Urdinkel, Hafer, Spuren oder wenig Gluten drin. Aber heute ist es natürlich sehr hochgezüchtet. Mhm. Und dann gibt es einen deutschen Professor, Schuppan heißt der, der hat schon vor einiger Zeit gesagt, es liegt wahrscheinlich nicht am Gluten, sondern an einer Genkombination, die ins Gluten eingezüchtet wurde, ATI. Das ist so eine Art Tierfraßschutz. Also letztlich ein Insektizid oder sowas, eingebaut ins Gluten. Ich kann das nicht entscheiden, aber ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich die alten Getreide esse, Emma, Einkorn, Kamut, dann habe ich nicht diese Probleme. Ein Freund, der Hermann Stein, der macht so Nudeln daraus. Bavarian Noodle Brothers, die kann ich ohne weiteres essen. Und die sind eigentlich auch Gluten, aber halt in dieser alten Weise und ohne dieses ATI. Ich denke heute, das ist es, ändert nichts daran, dass ich glutenfrei empfehle, mal auszuprobieren. Ja, weißt du, wenn es dir nichts bringt, kannst du es wieder lassen. Der Uwe, mein Assistent, dem bringt glutenfrei, der hat das mit mir jetzt auch schon oft gemacht, bringt es nichts, der spürt das gar nicht. Und dann kann er es ja essen. Ja, aber für mich ist es stimmungsmäßig heute genauso zwingend wie pflanzlich vollwertig. Okay. Ja, also ich muss sogar sagen, den Unterschied, manchmal in Hotels gibt es einfach nicht vollwertig, ja, und ich muss da mitessen. Dann merke ich den Unterschied nicht so direkt, wie wenn ich jetzt ein Gluten essen würde. Das habe ich das letzte Mal beim 87. Geburtstag meiner Mutter gemacht. Und einfach, weil ich nicht wollte, dass die hat sich mit 84 noch auf vegan umgestellt. Ich wollte gar nicht, dass die jetzt, sie wollte eh schon gehen, dass sie auch noch anfängt, glutenfrei zu essen. Und deswegen habe ich ein Stück Kuchen damit gegessen. Einfach auch froh, dass sie das noch machte, so ein Kuchen und so in dem Alter. Und habe mich konzentriert, habe mir gesagt, schau mal, du meditierst fast 50 Jahre, du wirst es locker überstehen. Nee, ich esse ein Stück Kuchen und ich merke Hirnnebel. Boah, krass. Weiß ich, in 10 Stunden ist wieder vorbei, aber ich tue das nicht mehr. Ja, also das ist jetzt ein paar Jahre her und das tue ich meiner Stimmung nicht an. Du bist ja auch ein sehr erfolgreicher Mann. Du hast ja erwähnt, Mitte 60 siehst noch aus wie Mitte 40 und bist überall auf der Welt unterwegs. Unglaublich. Und hier schaut es nicht mehr aus wie Mitte 40. Ja, okay, also eine Stelle am Körper, gut. Du hast Meditieren angesprochen, machst du seit über 50 Jahren. Das haben wir ja schon sehr oft auch von anderen erfolgreichen Menschen gehört. Wie meditierst du und was ziehst du da draus? Also ich mache jetzt seit langer Zeit schon Sazen, diese Sitzmeditation, wo man den Atem beobachtet. Ich habe mal angefangen mit einem Buch von meinem Großvater, der war auch Arzt, war ich 11 Jahre. Da habe ich Yogismus, hieß es, für westliche Menschen, Yoga gemacht und auch eine stille Meditation. Ich habe da mal TM gemacht, ein paar Jahre, wie Maharishi, der Beatles-Guru wurde, war natürlich Beatles-Fan, bin auch wieder in Indien. Also ich meditiere eigentlich konstant Sazen-mäßig, aber ich mache auch geführte Meditationen, habe ich ja auch viele gesprochen, noch mehr als Bücher geschrieben und bin da auch immer so offen, mache auch so eine Herzensmeditation oft, nächstes Jahr mache ich mal eine Seminarwoche dazu, also Meditation ist für mich was ganz Zentrales geworden. Ja, wie Medizin eigentlich, ne? Es geht um die Mitte, wir müssen, glaube ich, unsere Mitte finden und Meditation hilft mir da sehr dazu, wobei ich da jetzt gar nicht mehr so streng wäre. Also heute, glaube ich, ist Schreiben für mich eine Meditation, die ähnlich wichtig ist und auch für mich inspirierend wie Sazen. Ich schreibe ja viel und verbinde mich da vorher auch so innerlich mit der Erde, mit dem Himmel. Schau, dass diese Energien in mir, meiner Mitte, meinem Herzen zusammenkommen. Und das geht ja schnell, wenn ich das dann spüre, bis in die Fingerspitzen, dann lasse ich die schon tanzen übers Keyboard. Geil. Das ist eine Meditation geworden, macht mir große Freude. Bin auch sehr dankbar, dass mich so viele immer noch lesen, nach all diesen Jahren, ne? Fast über, ja, über 30 Jahre. Sag mal, es macht mir immer mehr Freude, das Meditieren, an schönen Plätzen besonders gerne. Und insofern, das Ziel von Meditation ist ja sowieso, nicht am Morgen und Abend zu meditieren, das mache ich jetzt schon sehr lang, sondern dass dazwischen auch Meditation wird. Also, es hat jetzt mit
dir hier zu reden ja auch was Meditatives, weil, ich meine, wir verstehen uns, wir haben so eine gemeinsame Basis. Aber selbst wenn ich wach sein muss mit irgendeinem Journalisten, der jetzt sehr kritisch ist oder so, ja. Die Wachheit ist ja auch was Meditatives. Wenn ich eine Wand kletter, mache ich es ja auch, um wach zu sein. Also das Geheimnis ist quasi, Meditation im Alltag zu integrieren, zu leben sozusagen. Es geht nicht darum, irgendwelche festen Zeiten und 20 Minuten am Tag in die Kerze zu schauen, sondern letztlich Meditation ja zu leben. Während ich meine Stunde Sport am Tag mache, da bin ich auch in der Meditation. Ne? Genau so. Also ich denke, wenn du Dinge mit Freude machst und ganz dabei bist, dann ist es im buddhistischen Sinne Meditation, im hinduistischen nicht. Aber im buddhistischen schon. Ich habe gerade mal so einen kleinen Ratgeber auch geschrieben, kommt aber erst im Frühjahr. Jetzt einfach meditieren. Mhm. Ja, buddhistisch gesehen. Einfach die Sachen, die ich eh mache, mit Freude zu machen und wach zu machen. Hat mir auch mal ein wichtiger Lehrer gesagt zum Schluss. Wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Das ist was ich wirklich beherzige. Also, ich habe ja viel gearbeitet. Ich sage immer, 64 Bücher habe ich geschrieben. Noch mehr Meditation, viel mehr Meditation gesprochen. Aber das mache ich einfach mit Spaß und mit Freude. Und ansonsten bin ich faul, ehrlich gesagt. Ja, was Formulare angeht, bin ich entsetzlich faul. Und dann muss ich mich schon sehr motivieren. Aber wenn ich jetzt mit Freude schreibe, meditiere, mein Tai Chi mache, dann auch Yoga, dann, ich freue mich jetzt auf diese Online-Challenge zum Idealgewicht, weil ich weiß, wie schön das ist, Menschen an der Hand zu nehmen und zu begleiten, und wie froh die sind. Und auch die Amerikaner, mit denen ich jetzt öfter arbeite, ja, die zum Teil ja riesig dick sind. Oder diese Moppel-Ich-Leute, die sagen, es ist ganz super, ich bin dick, aber das macht nichts, ich bin gut drauf. Wenn man sie an die Hand nimmt und sie haben ihre 20, 30 Kilo dann runter, die überflüssig waren, sind die ja nicht nur erleichtert, und fühlen sich leichter, die sind ja auch irgendwie zum Teil selig und froh. Mhm. Und das färbt natürlich auch ab, ehrlich gesagt. Das ist einfach sehr schön. Das heißt, das motiviert dich auch jetzt, sag ich mal, diese Online-Geschichte zu machen. Du bist ja, sag ich mal, ein klassischer Offliner, hast ja mit Tamanga auch ein richtig schönes Zentrum da, und wo die Leute ja hinkommen und wo du sie auch persönlich begleiten kannst. Was genau ist jetzt so die Motivation, das auch online zu machen? Einfach da mehr Menschen erreichen zu können? Einmal das, ja. Wobei ich muss sagen, ich mache das ja weiter in Tamanga. Ist natürlich das Schönste für mich. Ich freue mich ja. Jetzt geht es auch dann los. Nächsten Samstag Fastenwandern in der Südsteiermark. Ist ja wunderschön. Aber auch andere Kurse wie Körpertempel der Seele, Fasten, Schweigen, Meditieren, Weinfasten. Das sind mir, die sind mir ans Herz gewachsen. Und das ist natürlich total schön, mit einer Gruppe von 50, 60 Menschen gemeinsam so eine Woche zu verbringen, dieses Feld. Aber wie du schon sagst, ich erreiche natürlich viel mehr über das Online-Fasten. Und plötzlich können auch zum Beispiel alleinerziehende Mütter mitfasten, die ihr Kind gar nicht so einfach unterbringen können, oder überhaupt Mütter. Dann ist der Finanzfaktor fällt weg, weißt du? Also jetzt dahin reisen nach Tamanga in die Südsteiermark, du musst dann dir eine Klause mieten. Die Seminare kosten ja schon einiges. Das ist alles im Internet viel, viel günstiger. Also da kostet jetzt 3 Wochen und 3 Kurse mit meinem kompletten Detox-Programm, Fastenprogramm, Aufbauprogramm, Kurzzeitfastenprogramm. 3 Wochen kosten weniger als ein Drittel von einer Woche, die du dort vor Ort bist. Also schon nur das Honorar. Und dann kannst du jetzt auf dieser Ebene noch mit dieser Freundschaftswerbung, kennst du ja als Jüngerer besser als ich, kannst du natürlich das auch gratis haben, wenn du willst. Ne? Du bringst 3 Freunde mit und es ist gratis für dich. Du schaltest deinen Blog dazwischen und du verdienst damit. Ja, also das ist wirklich diese Sharing Economy, das ist mir auch so ans Herz gewachsen. Ich habe ja nichts übrig für diese Multilevel-Marketing-Schichten und so. Aber das ist jetzt was anderes. Ja, du vergrößerst dein Feld um dich herum, indem du Leute zum Fasten einlädst, zu ihrem Idealgewicht führst, Detox schaffst, dass die Durchblutung ja auch im Hirn besser wird, auf allen Ebenen, dass die besser drauf sind, glücklicher, mehr Lebensfreude haben. Dann machst du für dich was Gutes in deinem Feld. Du machst für die was Gutes. Und du verdienst noch Geld dabei, und das ist wirklich wohlverdient aus meiner Sicht. Und dann kann das natürlich auch ganz anders wachsen. Und stell dir mal vor, einen großen Sprung zu machen. Wir, du wie all die, die jetzt auf dieser Ebene arbeiten, und
ich, der dann das Fasten da entsprechend vorstellt, wir kriegen so ein wirklich großes Feld ansteckender Gesundheit zusammen. Wir kriegen wirklich die christliche Fastenzeit wiederbelebt. Die Leute gehen wirklich massenweise zurück zu ihrem Idealgewicht und fühlen sich viel besser. Wir kriegen eine ganz andere Gesundheitssituation. Wir kriegen eine ganz andere Stimmung, ein ganz anderes Feld. Das ist schon aus meiner Sicht was Verlockendes und macht mich jetzt mit 66 auch so richtig an. Ja, also es sind ein paar Sachen. Einerseits, dass wir diese Chance haben, so viele zu erreichen, dass jeder um sich herum das Feld bauen kann, dass im Endeffekt sich eine Bewegung ausdehnt, also wie das Vegane auch. Ja, ich meine, ich bin ja schon nicht so egoman, dass ich denke, das ist meins. Das hat Karin Duwe angefangen mit anständig essen für mich. Ja, früher hat es geheißen, anständig essen, so richtig reinhauen, noch ein halbes Schnitzel essen. Jetzt ist es verbunden mit Anstand. Ja, also verhältst dich anständig in dieser Welt. Du bist Gast auf dieser Welt. Das ist die Idee von Tamanga, ja, von der Daseinszeit dort. Wir sind Gast hier und wir verhalten uns gefälligst mal wie Gäste und plündern das nicht so. Und das ist weitergegangen mit Jonathan Safran Foer, ein Literat, der plötzlich ein Buch wie Tiere essen schreibt. Und dann die China Study, Colin Campbell, Caldwell Esselstyn, John McDougall, Dean Ornish. Ja, also plötzlich kommen die Amerikaner dazu. Und dann wächst so ein Feld. Letztes Jahr waren in Österreich schon 17% der jungen Frauen vegan. Ja, der Frauen zwischen 19 ja, wow. und 39. Sagt der ORF ganz jammervoll. Naja, die wollen ja für ihre Sponsoren natürlich das Gegenteil. Aber und senden das ja leider auch. Und mit öffentlich-rechtlich hat das schon längst nichts mehr zu tun, aus meiner Sicht. Naja, einfach einseitige Parteinahme für die Industrie. So würde ich das heute umschreiben, was aber genauso die ARD und das ZDF bei uns machen. Ne? Gott sei Dank haben wir diese Online-Ebene jetzt. Ja, das genau. Also, auch sowas, was mich freut. Ja? Also wir schaffen uns ein eigenes Feld. Mit stark. Allen Schattenseiten auch. Das muss man auch dazu sagen. Ich sage auch allen, die bei der Online-Challenge Fasten mitmachen oder Idealgewicht, legt euren Laptop an die Leine, so wie meiner jetzt an der Leine ist, sozusagen. Ihr müsst ja nicht im Wi-Fi sitzen. Das ist echt nicht gesund. Nehmt euer Handy nicht permanent an euer wichtigstes Organ, den Kopf, das Hirn, sondern schaut, dass ihr ein Kabel kriegt. Ja, und dann ist das völlig harmlos. Gut, also du lieber Zuhörer, du lieber Zuschauer, schaffst ein Feld der erweiterten Bewusstsein, indem du jetzt eben auch mal dir das anschaust mit der Idealgewicht-Challenge und natürlich eben auch ja da weiterempfehlen kannst und dir das ganze Ding kostenfrei holen kannst. Das ist ja absoluter Wahnsinn und auch ich nehme da gerne teil. Wie gesagt, ich kenne den Rüdiger jetzt schon eine ganze Zeit lang, bin begeistert von dem, was er tut. Habe auch ganz, ganz viele tolle Feedbacks ja auch schon gehört von Menschen, die in Tamanga waren und deine Kurse gemacht haben. Unter anderem ein sehr guter Freund von mir, der Jochen Hufgart, den wir beide genau. kennen. Ja, der dort eben Brainlight. Auch schon war. Genau, mit Brainlight, der ja eben seit 25 Jahren Gesundheit ganz, ganz groß propagiert mit seinen Brainlight-Sesseln. Also ich bin absolut überzeugt, dass das, was du da tust, richtig gut ist. Und vielleicht gibst du uns nochmal zum Abschluss einen tieferen Blick in das Programm rein, dass derjenige, der sich das kaufen möchte oder weiterempfehlen möchte, nochmal ganz genau weiß, was ist da drin. Du hast von einer Aufbauwoche gesprochen, du hast von der Detox-Woche und von einer Fastenwoche gesprochen. Ja, also ich gebe ja in Tamanga, wo übrigens so ein Feld entsteht, dass das alles zusammenkommt. Da ist natürlich vom Jochen Hufeland auch der Brainlight-Sessel da. Kann man dort erleben, ausprobieren, sehr beliebt. Und da können viele Ideen einfließen. Ja, also so wie du uns die Lupinen-Idee in dieser Form geschenkt hast. Ich wusste dir schon, dass Lupine eine gute Pflanze ist dafür. Aber Rezepte sind der springende Punkt, dass die Leute es auch machen können, ne? Dass es ihnen schmeckt. So, also da kommt vieles zusammen aus vielen Ebenen. Das ist halt ökologisch sehr bewusst und so weiter. Gut, da halte ich also Kurse, zum Beispiel eine Detox-Woche. Diese Vorträge, die es da gibt zu Detox, die sind alle aufgenommen worden, die kann man sich jetzt alle runterladen, wenn man diese Idealgewicht-Challenge macht. Das ist die erste Woche. Und am Abend gibt es dann, je nach Bedarf, mit mir eine Live-Fragenrunde. Da können die mitmachen, mich fragen. Das Gute ist, es ist völlig flexibel. Die müssen ja nicht mal in der Zeit es anhören, wo ich das live mache, weil das wird ja auch aufgezeichnet. Die können sich das am nächsten Morgen anhören. Die können sogar ihre Fragen stellen und nicht dabei sein, wenn ich sie beantworte, weil sie am nächsten Tag sich runterladen können. Also das ist schon ein großer Vorteil. Dann ist es auch so individuell.
Ja, also wenn ich jetzt sagen wir, in der Detox-Woche Tai Chi ansage, dann müssen wir halt Tai Chi machen. Und wenn du mehr Lust hast auf Yoga, hast du halt Pech gehabt. Aber wenn du jetzt das online machst, kannst du natürlich dir das Yoga runterladen und die verschiedenen Arten von Yoga mit der Adelheid Schiesel zum Beispiel. Oder du machst eben Tai Chi mit mir oder du machst Bewusstseinsgymnastik mit mir. Oder ja, du machst den Kräftigen mit mir, was du magst, was zu deinem Programm passt. Und das Gleiche ist beim der nächsten Woche, Online-Fasten. Da hörst du alle Vorträge, die ich zum Fasten sonst mache, ja, aus so einem Kurs wie Körpertempel der Seele. Wenn du einen Eindruck davon willst, kannst du auch mal eine DVD besorgen, gibt's ja auch Fasten, Körpertempel der Seele, als DVD sogar. Und du kannst dir das genau mit dem ganzen Programm so geben und hast dann jeden Abend diese Fastensprechstunde sozusagen. Ja, also eine Stunde, anderthalb beantworte ich die Fragen der Teilnehmer. Aber du hast natürlich auch sämtliche Fragen, Beantwortung aller vorigen Online-Fastenseminare. Also da kommt ja ein Riesenarchiv zusammen. Das sind alle Fragen sozusagen schon beantwortet. Ja, und ich versuche auch, und das schaffe ich auch bei uns, alle Fragen am Abend zu beantworten. Das ist mal bei der Omega-Fastenkur nicht gelungen im Frühjahr, weil da waren wir fast 4000 Leute mit dem Veit zusammen und da konnte ich nicht alle Fragen beantworten. Aber in diesen Lebenswandelschule, Online-Fastengeschichten geht es. Und das hat natürlich dann auch noch eine ganze Reihe Vorteile, weil du so persönlich begleitet bist und man kann auch mal schriftlich dann Dinge wie Medikamente, die eine Rolle spielen oder spezielle Krankheitsbilder ja schon auch noch behandeln. Also das ist schon wirklich auch medizinisch betreut und dafür bin ich ja auch gerne Arzt und Fastenarzt und mache das jetzt. Also mein Fasten über 40 Jahre und betreue aber auch Patienten jetzt fast 40 Jahre, da ist ja auch viel Erfahrung da. Und dann kommt als drittes die Aufbauwoche und Kurzzeitfasten. Man muss dazu sagen, man kann auch jedes einzeln buchen, wenn man das möchte. Das ist natürlich noch günstiger. Aber das Schöne ist, diese 21 Tage, ja, drei Wochen in dieses Feld einzutauchen. Und der Aufbau ist eben ganz wichtig. Also ich habe schon gesagt, das Was ist so wichtig beim Essen. Und wenn jemand das schafft, dass er sich auch pflanzlich vollwertig einlässt, dann reduziert er den Gifteintrag 93% allein durch das Pflanzliche. Weil 93% des Giftes nehmen wir über Tierprotein zu uns. Und die verbleibenden 7% kannst du weiter reduzieren, wenn du auf vollwertig umsteigst. Ja, weil das, die 7% kommen aus der konventionellen Nahrung. Vollwertig bedeutet für dich was? Also das, was wir als Biokost kaufen. Dass das nicht mit Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden verpestet ist und dass es natürlich letztlich nicht künstlich, also mit Kunstdünger behandelt worden ist, ja, also am besten Demeter-Qualität oder so etwas. Und das wäre das Was. Das Wie habe ich schon gesagt, bewusst, langsam, beim Detox und beim Fasten. Beim Detox kannst du schön üben, beim Fasten gibt es eh nichts, sozusagen, außer Gemüsesud, aber da ist echt kein Gemüse drin, was da rumschwimmt. Ja. In der Aufbauwoche fangen wir dann eben langsam an mit pflanzlich vollwertig. Und jetzt, wenn das in Richtung Idealgewicht-Challenge geht, dann natürlich auch in einem reduzierten Sinne, ja, also sehr bewusst. Vor allen Dingen aber in einem Sinne von Kurzzeitfasten. Weil wann du das isst, ist so entscheidend. Ja, da gibt es heute Studien dazu. Ich habe auch ein Buch Kurzzeitfasten geschrieben, kommt aber erst im Frühjahr. Aber wenn du zum Beispiel die gleiche Kalorienmenge, nehmen wir mal 3000 Kalorien, auf 24 Stunden verteilst, isst es 24 Stunden lang. Oder du nimmst auch 3000 Kalorien und isst die innerhalb von 8 Stunden. Ja, spätes Frühstück, frühes Abendessen. Dann hast du nach 100 Tagen in der ersten Gruppe jede Menge übergewichtige, grob gesagt fette Leute, die krank sind. In der anderen Gruppe sind die fit und gesund. Also das Wann ist auch ganz entscheidend. Und das werden wir in der dritten Woche im Kurzzeitfasten, werden wir das anschauen, denn wie kann ich denn die nächsten 50 Wochen des Jahres so leben, dass ich in diesem Fahrwasser bleibe, dass es mit der Gewichtsgeschichte richtig weitergeht. Wir werden schon während dieser Fastenzeit auch anschauen, was sind denn meine Muster in Richtung Übergewicht. Ist das jetzt ein Kummerspeck? Da muss ich mein Liebesproblem lösen. Ist es ein dickes Fell, was ich brauche, weil ich dauernd so angeschossen werde in der Firma, so scharfe Zungen abkriege, spitze Bemerkungen, dann muss ich an dieses Thema dran, also muss ich vielleicht schlagfertiger werden oder so. Oder ist es Belohnungsessen, weil ich einfach von meinem Job her nicht genug Belohnung kriege? Ja, angeblich hassen 90% der deutschen Angestellten ihren Job.
Ja, gut, wenn ich in so einer Situation stecke, muss ich das reparieren. Ja. Mir die Belohnung besorgen oder eben statt einen Job einen Beruf finden. Es geht quasi um viel, viel mehr in dieser Idealgewicht-Challenge, als einfach nur auf Nahrung zu verzichten, sondern wir gehen ganz, ganz tief. Wir lösen dann eben auch psychosomatische Dinge. Und auf einmal folgt der Körper dem Geist sozusagen, weil der Geist quasi gesund wird und der Körper folgt sozusagen. Und du gibst da eben auch die ganze Erfahrung deiner letzten Jahre und Jahrzehnte gebündelt weiter, weil du eben da alles jetzt sammeln konntest eben auch. Ne? Das ist wirklich sehr spannend. Für mich ist es das Schöne, ich weiß, dass das geht. Ich habe das schon so oft erlebt mit Patienten. Ja, ja, ja. Und ich merke jetzt über diese Online-Ebene, wie es tatsächlich auch gelingt. Ja, also die Leute sehen mich ja da auch, so wie ihr jetzt hier und wie ihr uns beide seht, so sehen die mich ja auch. Und da macht der Timo die Moderation und von daher, ich weiß, das geht, ich kann euch da begleiten und das, ich weiß auch, wie schön das ist, wenn das gelungen ist, ja, wie erleichtert man da ist. Und also freue ich mich schon drauf, überhaupt über dieses ganze Feld, was entstanden ist mit dem Online-Fasten. Ja, wenn ich denke, schau mal, erst waren es immer 300, jetzt sind es schon über 5000. Ist nicht so lange her. Ja, das sind 3 Jahre. Und das können auch 50.000 werden. Und wenn es 5 Millionen werden, hat sich was Grundlegendes verändert. Ja, in diesem Land. Ja, ja. Und dann kann das auch weiter schwappen. Ich habe das ja schon mit der Psychosomatik von Krankheit als Symbol erlebt. Ja, das war ja erst eine kleine Geschichte. Krankheit als Weg. Und dann ist das so explodiert. Heute gibt es das in 28 Sprachen, in ich weiß nicht wie vielen Ländern, über 50 Ländern wahrscheinlich. Und das ist etwas geworden, was die Grundhaltung vieler Menschen verändert. Erlebe ich in jedem Vortrag. So, wenn ich jetzt abends, heute werde ich nach Neuötting kommen, wenn ihr das anschaut, da sind so viele Leute, die haben was Wesentliches verändert. Und ich bin wirklich der Meinung, irgendwann wird es kippen. Ja, das ist so bei Feldern immer der Fall. Da gibt es so ein Tipping Point, den springenden Punkt. Wenn du denkst, plötzlich ist der Ostblock zusammengebrochen. Das hat sich zwar lange angebahnt, aber dann ging es zack. Und ich denke, sowas können wir einfach auch schaffen, dass wir so einen Punkt erreichen, sozusagen, wenn wir die unkritische Masse erreichen, werden wir die kritische Masse erreichen. Ja. Und dann geht so eine Kettenreaktion los. Das ist mir natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Ihr wisst, meine Mission ist es, 1 Million Menschen auf ihr nächstes gesundheitliches Level zu bringen. Da gehört Körper, Geist und Seele dazu. Und dementsprechend kann ich und werde ich auch Rüdiger Dahlke und seine Aktionen definitiv hier weiterempfehlen. Und ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass er sich als sehr, sehr erfahrener und gefragter Mann hier die Zeit nimmt, 1 Stunde in unserem Podcast zu sein. Also von meiner Seite aus auch nochmal dazu ein ganz, ganz großes Dankeschön, lieber Rüdiger. Bitte gern. So, wenn ihr natürlich Fragen habt an den Rüdiger, dann stellt sie gerne. Den Link zu der Idealgewichts-Challenge stelle ich natürlich in die Shownotes. Und auch die ganzen Bücher etc. sind dort verlinkt. Hast du das eine oder andere Buch als auch Hörbuch rausgebracht? Würde mich mal interessieren, bei Audible und so. Gibt schon eine ganze Reihe Hörbücher. Ich habe die jetzt gar nicht so im Kopf, ehrlich gesagt, aber es gibt einige. Ja, okay. Das weiß ich. Also wir werden nämlich da auch dann zu Audible verlinken. Da kannst du dir auch eines der Bücher komplett gratis holen. Auch dort haben wir eine Partnerschaft. Von daher schau da gerne rein. Rüdiger, gibt es noch etwas, was du gerne an unsere Zuhörer mitgeben möchtest? Ja, ich möchte alle euch da am Bildschirm oder auch am Mikrofon oder am Lautsprecher einladen, da mitzumachen, euch auf diesen Weg zu bringen zum Fasten. So eine einfache, so schöne Methode, seit Jahrtausenden erprobt, jetzt noch mit der Wissenschaft im Hintergrund. Und es ist etwas, was mich immer noch berührt und begeistert, wie so etwas so Einfaches medizinisch so eine Relevanz bekommt. Und über das, was wir als Medizin betrachten, hinaus eben bis zur Meditation. Es wird so vieles besser. Ja? Also der gesundheitliche Zustand, aber eben auch im Seelischen, im Geistigen, bis zur spirituellen Dimension hin. Also insofern lade ich euch da gerne ein und freue mich, wenn ihr euch so in diese Felder, so wie der Christian eben gesagt hat, hineinbegebt, andere mit reinholt. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was wir heute tun können. Der Wahlzettel, ehrlich gesagt, das hat man jetzt wieder gesehen. Auch heute Abend, gestern war das schon in Österreich. Nee, wann ist das? Ja, irgendwie jetzt an dem Wochenende. Das wird nicht viel ändern, ehrlich gesagt. Aber der Einkaufszettel, der ändert was. Und meine Rezeptzettel, was ich da drauf schreibe, das ist wichtig.
Und wir haben wirklich eine große Macht und ich würde euch gerne ein Gefühl für diese Macht vermitteln. Was ihr nicht mehr einkauft, können die irgendwann nicht mehr produzieren. Wir müssen gar nicht auf die Pharma schimpfen, auf die Nahrungsmittelindustrie, denn die machen nur, was Leute kaufen und beeinflussen natürlich in die Richtung. Und wenn wir dieses Feld bauen und unsere Einkaufszettel mit Achtsamkeit schreiben, dann bestimmen wir, was passiert. Dann hört auch dieser Missbrauch irgendwann auf. Weil ich finde es, ich meine, ja, der sexuelle Missbrauch ganz was Schlimmes, aber was wir machen, wir missbrauchen die Kinder und die Jugendlichen, die nächste Generation, indem wir solche Schuldenberge hinterlassen, so viel strahlenden Abfall und so weiter. Ja, das ist ja eine Katastrophe, die diese Generation anrichtet. Und wir können mit Bewusstheit das ändern. Also so weit ist diese Perspektive und es beginnt mit so einfachen Dingen. Ja, ich gehe mal zu meinem Idealgewicht, ich kläre mal fastend meinen Körper, meine Seele, meinen Geist. Und dann werde ich merken, kommt vieles andere dazu. Dann habe ich auch Lust, mich zu bewegen. Ja. Das ist ja sogar wissenschaftlich bestätigt. Ja, also wenn du pflanzlich vollwertig isst, steigt deine Bewegungslust. Mhm. Ja, und ich meine, das klingt ja schon mit Peace Food, Friedensessen. Das ist ja ziemlich ein hochtrabender Anspruch. Aber ich spüre, dass das geht. Ich merke das inzwischen. Ja, wir können mehr Frieden schaffen. Frieden in uns, mit uns, mit unserem nahen Umfeld und dann auch Kreise ziehend. Ja, das ist so vielleicht als Schlussvision noch meine Idee. Stellt euch mal vor, ihr schickt meditativ euer Lächeln an eine Problemzone eures Körpers, wo irgendwas wehtut. Und dann wissen wir heute aus der Psychoneuroimmunologie der wissenschaftlichen Medizin, aber schon längst aus dem Schamanismus viel länger, das hilft, wenn du dein Lächeln dahin schickst. Mit dem Lächeln die Aufmerksamkeit und vermehrt Blut. Und Blut schafft Heilung. Und dann machst du das an vielen anderen Stellen. Du machst eine Meditation, du horchst einfach in dich hinein. Wo gibt's noch Orte in meinem Körper, die wollen lächeln? Weite und Offenheit. Und du schickst dein Lächeln dahin. Nimmst dir mal eine halbe Stunde für dich. Und hast dann viele Inseln des Lächelns in deinem Körperland. Und lässt diese Inseln wachsen zu Kontinenten des Lächelns. Bis du wirklich so ein Land des Lächelns hast. Und dann macht noch einen geistigen Sprung. Ja, so wie Paracelsus das gesagt hat. Mikrokosmos, Körper gleich Makrokosmos, Erde. Und stell dir vor, wir schaffen viele solche Zentren wie Tamanga. So Orte des, der Weite und der Offenheit. Mit einer naturgemäßen Ernährung, die uns gesund macht. Und auch glücklich macht. Und solche Orte wachsen überall. Tamera ist auch so ein Heilungsbiotop. Wie wir Tamanga auch sehen. Und da gibt es eine ganze Reihe. Und wenn die alle zusammenwachsen, ja, und größere Regionen bilden, dann können wir irgendwann auch das Ganze auf die Reihe kriegen. Also, so weit würde das gehen. Das würde ich gerne vermitteln. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und dir, Christian, dass du das vermittelst. So ja, engagiert. Vielen lieben Dank. Das sind genau meine Worte. Achtet auch auf euch, fangt mit euch an und dann die nachfolgende Generation, habt auch sie im Blick. Und wenn du das Video sehen möchtest, schau jetzt auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal vorbei, denn dort haben wir ganz, ganz viel gelächelt, der Rüdiger und ich. Und ja, schicke du dein Lächeln zu dir, da wo du es am meisten brauchst, das wünsche ich dir. Vielen lieben Dank, Rüdiger, wir sehen uns bald und spätestens in der Idealgewicht-Challenge. Alles Liebe, dein Christian. Tschüss, danke.